Gut, weil es so schön war, machen wir das Gleiche nochmal, aber Ura. Also zusätzlicher Knoten im Hirn, okay? Ganz ruhig, ich kommandiere jetzt wirklich langsam, damit ihr wirklich die Möglichkeit habt, ein bisschen nachzudenken. Ja, aber denkt nicht zu viel nach, euer Körper macht instinktiv normalerweise das Richtige. Okay, Füße zusammen, rei. Joi, Herrn Schultern, Ura mit Yakuzuki. Etsch. Nee. San. She. Gau. Ich kommandiere zu schnell. Ich bitte um Entschuldigung. Ich mache es jetzt ab hier langsamer. Itch. Nee. San. She. Der linke Fuß ist vorne, ja? Itch. Nee. San. She. I. Itch. Nee. San. She. I. Immer noch links vorne. Itch. Nee. San. She. Yummy. Rei. Sehr gut. Viele, viele Knoten in vielen, vielen Köpfen. Alles gut. Um die Verwirrung ein bisschen perfekter zu machen, machen wir jetzt die letzte Stufe der Herren Shodan. Und zwar nach jedem Kommando, also nach jeder Technik, ja, jeder in der Reihe, Maigiri Yakuzuki. Ja, nach jeder Technik, also Hammerschlag, ja, Hammerschlag. Jetzt könnt ihr euch überlegen, hinten oder vorne. Ich würde jetzt vorne Maigiri machen, weil das Gewicht jetzt auf dem hinteren Bein ist. Also, eins, zwei. Ja? Das ist nicht ganz so wichtig. Es geht darum, dass Maigiri gemacht wird. Vorne, hinten, entscheidet das selber. Im Kokotsu würde ich es mit dem vorderen Fuß machen, aber im Zweifelsfall dürft ihr auch gerne hin und her wippen, vorne die Belastung drauf machen. Maigiri. Okay. Füße zusammen. Rei. Joi. Herrn Shodan mit Yakuzuki bzw. mit Maigiri Yakuzuki. Itch. Nee. San. She. Rock. Sit. Hatch. San.
Schön. Au. Rock. Sitz. Hatsch. Nee. Sand. Schip. Hey, Yami. Okay. Ich hoffe, jetzt ist jeder warm. Auch im Kopf. Nachdem ich schon höre, wie meine süße Frau im Studio oben die ganze Zeit am Fluchen ist über mich, was ich denn da schon wieder für eine komplizierte Kacke mache, machen wir jetzt ein paar einfachere Dinge. Ja? Okay, wir machen heute die Grundschule zur Tenokata. Also sprich, vor allen Dingen bei den Verteidigungskombinationen, ja, also Gedan-Bereich, Yakosuki und so weiter. Ja? Für die Fortgeschrittenen solltet ihr bitte, wenn ihr die Abwehrbewegungen macht, darauf achten, das ist kein Senkutsudachi, in den ihr geht, ja? Sondern das ist fast ein Sochindachi. Das heißt, ihr geht nach hinten, ja? Und jetzt ist das hintere Knie angewinkelt, ja? Damit ihr von hier dann durchstrecken könnt mit dem Yakosuki. Das Problem ist ansonsten, ihr kriegt kaum Power in die Technik, wenn ihr beim Rückwärtsgehen, sprich bei der Abwehrtechnik, schon das hintere Bein durchstreckt. Da hat Christopher oft genug was dazu gesagt, ja, muss ich nichts mehr ergänzen. Ja, also ihr winkelt das hintere Knie leicht an und dann habt ihr die Möglichkeit, eine Hüftrotation zu machen und das Bein zu strecken und einen starken Yakosuki zu machen. Okay? Je fortgeschrittener, desto mehr muss die Arbeit an der Stelle liegen. Ja? Hüfte wegdrehen, Spannung im hinteren Bein aufbauen und dann explosiv den Gegnerangriff. Okay, wir fangen aber erstmal mit den Angriffstechniken an. Okay, Füße zusammen. Rei. Joi. Also, erste Technik, Oizuki Chudan. Ja? Wir beginnen mit rechts vorne und schaut mal, dass ihr zwei Schritte machen könnt. Ja? Dann machen wir Marate und wieder zurück, immer hin und her. Ja? Okay. Aus Shizentai, also so wie aus der Kata. Etsch. Nee. Marate. Etsch. Nee. Marate. Etsch. Nee. Marate. Etsch. Nee. Marate. Ja. Haben wir jetzt ja beide Seiten gemacht. Ja? Wir haben ja immer einen Schritt rechts, einen Schritt links. Ja? Das heißt, das reicht quasi. Ich meine, Oizuki ist jetzt keine von den Techniken, die wir intensiver üben müssen. Ja? Okay, nächste Technik. Oizuki Yodan. Und ihr Lieben, Oizuki Yodan, ja, ist durchaus eine gewisse Kunst. Denn Oizuki Yodan ist nicht das hier. Ja, einfach nur oben hinschlagen. Sondern das ist eine Technik, die aus einer Vorwärtsbewegung, ja, und jetzt gehe ich tief runter und stoße nach oben. Das heißt, die Handbewegung von der Hüfte geht, sage ich mal, schräg nach oben. Ja? Das bedeutet, ihr müsst wirklich gucken, dass ihr mit dem nach vorne gehen, ja, wirklich da reinkommt. Ja? Von unten in einer starken Bewegung nach oben. Ja? Dann Schulter zurück, nicht mit der Schulter nach vorne kommen, etc. Die ganzen Dinge, die bei Oizuki eine Selbstverständlichkeit sind. Okay, joi.
Also Technik ist Oizuki Yodan, wieder zwei Techniken, Mamate, wieder zwei Techniken, etc. Aus Shisentai. Age. Nee. Mamate. Edge. Nee. Mamate. Edge. Nee. Mamate. Edge. Nee. Mamate. Zwei noch. Stark werden. Jetzt. Nee. Und ja. Also ihr müsst wirklich, wenn wir so einfache Techniken machen, an den Feinheiten arbeiten. Ja, also wirklich diese Bewegung, dieser Stoß, schräg nach oben, absetzen, Hand, Fuß, Schultern gerade und so weiter. Ja, es ist also eine Menge an kleinen Details, an denen ihr arbeiten könnt. Okay, nächste Technik ist Gyakusuki Chudan. Okay? Das heißt, wir beginnen wieder wie in der Kata mit der rechten Faust. Das heißt, jetzt setzt das linke Bein zuerst. Ja? Und je niedriger graduiert ihr seid, desto mehr müsst ihr diese Vorbewegung an die Hüfte machen, damit ihr danach den maximalen Weg habt, um eure Faust zu beschleunigen. Ja? Also Tanja, Susanne, ja, für euch ist wichtig, wenn ihr startet, ja, dann zieht ihr die rechte Faust ins Hikite und dann geht ihr rein. Ja? Jetzt ist es ja kein Problem mehr, jetzt ist ja schon die richtige Faust vorne und die andere Hand ist ja schon im Hikite. Ja? Also jetzt geht es einfach weiter. Ja? Nach dem Mamate habt ihr quasi wieder die falschen Hand. Jetzt müsst ihr halt ganz bewusst, ich zeige es mal von der Seite, ja, jetzt nicht auch von hier gleich loslaufen und dann irgendwann ja, den Armwechsel machen. Ihr müsst einen Armwechsel machen, ja, sonst habt ihr die falsche Handform. Ja. Das bedeutet, bevor ihr losgeht, macht ihr den Handwechsel. Mein Tipp, ja. Also sprich mit dem Kommando, Handwechsel und vorwärts gehen. Das ist für die Fortgeschrittenen sicherlich von der einen oder anderen Stelle auch gar keine schlechte Devise. Okay, Jori. Also, Gyakusuki Chudan, links vor, rechte Hand. Reach. He. Mate. Itch. Nee. Mamate. Itch. Nee. Mamate. Itch. Nee. Mamate. Die letzten zwei. Itch. Mit Kiai. Nee. Yummy. Was? Ganz, ganz wichtig. Hand, Fuß gleichzeitig. Ja? Und es wird umso schwerer, wenn ihr vorher noch einen Armwechsel durchführen müsst. Deswegen die einzige echte Empfehlung, Armwechsel, bevor ihr euch nach vorne bewegt. Sonst schafft ihr das normalerweise nicht. Okay, wir machen das Gleiche nochmal mit Gyakusuki Jodan. Ja? Und hier kommt jetzt das, was ich zum Oizuki gesagt habe, natürlich wieder zur Anwendung. Ja? Das heißt, auch hier ist der Schlag von unten nach oben. Ja? Ich versuche das mal, ich zeige es mal aus der Richtung. Eigentlich denkt man, das ist klar. Ja? Ich bin hier, jetzt mache ich Gyakusuki. Ja? Aber es gibt auch andere Varianten, die man gerne mal sieht. Ja? Das ist dann eine Bewegung, die quasi
man hebt den Arm und schlägt dann quasi auf einer Geraden nach vorne. Das ist falsch. Ja? Und das, da kommt noch nicht wirklich viel an. Dieses von der Taille stark nach oben, ja, ist die ideale Bewegung und damit auch die stärkste Bewegung. Okay, genug geredet. Joi. Wir beginnen wieder mit dem linken Fuß und der rechten Faust. Yakusuki Jōdan. Itch. Ne. Mabate. Itch. Ne. Mabate. Itch. Ne. Mabate. Itch. Ne. Mabate. Okay, die letzten zwei. Zweimal mit Kiai. Itch. Ne. Yummy. Us. Gut. Ihr müsst da selber kritisch sein zu euch. Ja? Ihr müsst selber ein Gefühl dafür entwickeln, ob eure Technik am Ende wirklich Power hat oder nicht. Ja, das, die Luft gibt euch da leider kein Feedback und Partner haben wir momentan keine. Ja, schwierig. Wer es hat, der nutze seinen Makiwara. Hervorragendes Teil, um einfach ein bisschen Schlagkraft zu überprüfen. Ihr hättet mich mal vor zwei Samstagen sehen sollen, wie ich bei Christopher war. Der hat einen Makiwara mit Bast drumherum. Ja? Und das Zeug ist einfach super aggressiv. Meine Hände haben danach ausgesehen, Mama mia. Okay, jetzt beginnen wir. Wir machen ja weiter mit der Tenokata, mit den Abwehrsequenzen. Ja? Die erste Sequenz ist Gedanbarei Yakusuki. Und hier machen wir es jetzt tatsächlich so, dass wir immer wieder in Shisentai zurückgehen. Ja? Also in diese Position von hier starten wir. Eins, zwei, Shisentai, selbstständig, ohne Kommando und dann die andere Seite, ja, links zurück. Beginnen immer mit rechts, auch das merkt euch bitte für die Tenokata. Die Abwehrsequenzen beginnen immer mit dem rechten Bein und damit ist dann eigentlich auch klar, welche Arm arbeitet etc. Geht so ein bisschen an meine süße Frau, die da manchmal sich verwirren lässt. Okay, gut, Füße zusammen, Rei. Joi. Okay. Gedanbarei Yakusuki. Rechts zurück. Itch. Jetzt links zurück. Nee. San. Che. Yo. Rock. Six. Hatch. Je fortgeschrittener ihr seid, ja, desto kürzer wird die Zeit zwischen der Abwehrbewegung und dem Gegenangriff. Ohne, dass die Abwehrbewegung, sag mal, überlaufen wird. Ja. Also ich meine jetzt nicht das hier. Da war keine richtige Abwehrbewegung, da war auch kein Kime in der Bewegung. Ja. Sondern es war einfach nur Hand runter und gleich den Yakusuki. Das meine ich eben nicht, sondern was ich sehen will, ist im Endeffekt, von hier, ja, da ist ein kurzes und dann sofort die andere Technik. Ja. Also die Kunst ist das Anspannen, Lockern und sofort wieder zuschlagen. Und je besser ihr seid, je fortgeschrittener ihr seid,
desto schneller geht das. Je weniger fortgeschritten ihr seid, desto mehr Pause müsst ihr einfach lassen. Dann macht ihr bitte wirklich zwei starke Techniken. Und das Entscheidende ist, ihr müsst spüren, nach dem Gedanberei, wie die Muskeln sich lösen, ja, um dann wieder einen starken Yakusuki zu machen. Wenn ihr da die ganze Zeit die Spannung haltet, ja, und von dieser angespannten Abwehrbewegung versucht, jetzt den Gyakosuki zu machen, ist das Murks. Okay, genug geredet. Joi. Wir machen weiter. Uchiruke, Gyakosuki. Gleiche Logik. Rechts zurück, danach links und so weiter. Etsch. Nee. San. She. Go. Rock. Sit. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst es schaffen, dass der Gyakosuki beschleunigt wird. Bei dir, Ando, war mir das zu gleichförmig, ja? Es war mir zu sehr gleiche Geschwindigkeit der Abwehrbewegung, ja, und der Gyakosuki-Bewegung. Ihr müsst beim Gyakosuki müsst ihr beschleunigen, alles raushauen, was geht, ja? Aus der Ruhe, volles Rohr, ja? Das sieht man an der Dynamik der Bewegung. Okay, es geht weiter. Nächste Technik ist Shuruke in Kokutsudachi umsetzen, Senkutsudachi Nukite. Und das ist wirklich eine fantastische Gelegenheit, dieses Gewicht nach hinten nehmen und dann eindringen mit dem Nukite. Ja? Also wirklich Abwehr stark, ja? Und dann von hier rein. Ja? Und da müsst ihr Schub nach vorne entwickeln. Ja, da müsst ihr voll rein. Sonst ist das Kokolores. Okay. Joi. Rechts. Der rechte Fuß beginnt wieder. Eins. Nee. San. Che. Go. Rock. Sage. Hatch. Jetzt stark werden. Yummy. Bei Stuke ist der Schlüssel die Ausholbewegung, ja? Ich weiß nicht, ob ihr manchmal, wenn ihr selbstkritisch in euch reinhört, das Gefühl habt, also die Technik, die ist nicht wirklich stark. Ja? Kann ich euch nur die Empfehlung geben, ja? Wirklich eine große Ausholbewegung machen. Von hier nach da vorne habt ihr genug Weg, um dann mit dem Arretieren der Technik, ja, wirklich Wumms zu entwickeln. Und das späte Drehen der Hand
ist der Schlüssel zu all dem. Ja? Das heißt, mal schauen, ob ihr das sehen könnt. Ja? Wenn ich jetzt aushole, viele machen das. Ja, da ist hier die Hand schon fast gedreht. Ja? Ja, was soll jetzt noch passieren? Jetzt kann ich sie eigentlich nur noch hinstellen. Ja? Der Trick ist, ihr guckt so lange in die Handfläche, wie es geht, und ganz zum Schluss dreht ihr die Hand. Ja? Explosionsartig, ganz spät. Und dann kommt ein harter Kiebelpunkt, ja? Weil an der Stelle arretiert dann die Technik. Ja? Das heißt, je früher ihr die Hand rausdriften lasst, desto schwächer wird die Technik. Probiert das mal ruhig aus, aber ihr werdet einen Unterschied merken, da bin ich mir relativ sicher. Okay, nächste Technik in der Kata ist ja Shutobarai. Ja? Im Endeffekt ist es ja wie Stuke, nur gestreckter Arm und Block. Ja? Also wir blocken da oben und machen Gegenangriff Yakusuki Jogan. Jetzt kann man fragen, was macht die Hand? Ich würde es wie Stuke machen. Das heißt, ich hole aus und blocke. Ja? Späte Drehung. Auch hier Drehung der Hand. Ja? Das ist die Ausholbewegung. Handinnenfläche ist am Ohr. Ja? Ich gehe hier hoch und dann irgendwo da vorne drehe ich und strecke. Ja? Okay. Hier ist wieder annähernd Sochin Dach und von da rein Yakusuki. Okay. Machen wir jetzt mal ein bisschen lockerer, weil es ja noch eine Technik ist, die wir nicht so häufig machen. Konzentriert euch jetzt bitte auf die Technik. Ja? Nicht so sehr aufs Kimi. Die Schwarzgurte, die letzten zwei, drei Stück, dann einfach Power. Okay, joi. Okay, also Technik ist Shutobarai Yakusuki Jogan. Beginnen mit rechts. Etsch! Nee. Thorsten, bei dir kann es die Kamera sein, aber achte bitte mal drauf, Jodan, in der Grundschule schlagen wir auf Augenhöhe, ja? Das ist ganz wichtig, das sieht so ein bisschen tief aus. Sensei sagt ja, in der Grundschule, vielleicht als Erklärung, in der Grundschule sollen zwischen Jodan und Jodan 20 cm sein, ja? Und wenn ich jetzt aufs Kinn schlage, dann sind das keine 20 cm Unterschied. Deswegen sagt Sensei, in der Grundschule schlagen wir auf Höhe unserer eigenen Augen und jetzt haben wir auch annähernd 20 cm zwischen Jodan und Jodan. Okay, nochmal von vorne. Itch. Besser. Also jetzt entweder hast du den Kamerawinkel verbessert, aber es schaut gut aus. Nee. San. She. Ja, das war jetzt bei mir zu tief. Nicht nachmachen bitte. Ja. Rock. Sitch. Stärker werden die Schwarzgurte. Touch. Gar nicht so schlecht aus. Gut, nächste Technik, muss ich nicht viel zu erklären. Ageuki Yakusuki. Kennt ihr alle, könnt ihr alle. Einfach schöne, saubere Technik, schöne Schnappbewegung in Ageuki und dann starker Yakusuki. Okay, joi. Rechter Fuß beginnt wieder. Ageuki Yakusuki. H! Nee. Sam. She. Okay, ja, es muss doch was gesagt werden. Es tut mir unendlich leid, aber es ist ja wichtig, dass ihr Feedback bekommt. Susanne, Ageuki.
Die Bewegung zum Agiuke setzt voraus, dass du eine Ausrollbewegung machst, und zwar mit beiden Händen. Das heißt, wenn wir im Shisentai stehen, wir gehen rechts zurück, ja, dann muss die Hand, die den Agiuke macht, also die linke Hand, ja, bei der Ausrollbewegung an die Hüfte gehen. Ja. Das ist die Startbewegung. Ja. Von hier gehen wir da rein. Ja. Andersrum genauso. Bitte merkt euch das. Ja. Wenn ihr Agiuke macht, ob in der Kata, egal wann und wo, ihr müsst in der Ausrollbewegung die Hand, die den Agiuke macht, ja, also die Arbeitshand, immer erst zur Hüfte zurückziehen, also zur Taille, und von da aus macht ihr den Agiuke. Es gibt keine Ausnahme. Also weder in der Grundschule noch in der Kata. Im Kampf schaut es natürlich anders aus. Ja? Weil im Kampf wird ihr aber auch normal kein Agiuke mehr gemacht. Okay? Also, ganz wichtig, achtet bitte darauf, dass die Hand wirklich, weil viele von euch machen Folgendes und das ist einfach schlecht. Ja? Wir machen jetzt, wir haben die Hand hier vorne. Ja? Und von da ziehen sie einfach nur hoch. Das ist im Prinzip eine Bewegung, die einfach nur hochschnappt, also hochreißt. Da werdet ihr jemand wie Sensei, der richtig mit Power ankommt, habt ihr keine Chance. Ja? Die andere Bewegung ist ja zurück zur Hüfte und die kreuzt ja quasi hier rein und bam, geht dann hoch. Ja? Und da schafft ihr auch einen starken Angreifer, ja, wirklich zu blocken, vor allem, wenn ihr dabei noch in die Stellung reingeht. Also bitte berücksichtigen. Sorry, nochmal von vorne mit dieser Idee. Ich zähle relativ langsam. Achtet bitte auf die Kleinigkeit. Itch. Nee. San. Che. Letzte Technik. Uchikomi Yakuzuki. Ja? Okay, Uchikomi Yakuzuki. Uchikomi ist eine Technik, die wir in der Grundschule eigentlich nicht kennen. Also steht bestimmt in irgendwelchen Büchern drin. Und Christopher könnte bestimmt auch noch sagen, in welchem Buch und auf welcher Seite. Kann ich natürlich nicht. Ja? Aber im Prinzip ist die Idee relativ simpel. Im Endeffekt ist das nicht viel anders als ein Sotoluke. Ja? Aber der wird nicht an der Seite ausgeholt, sondern wird einfach nur schräg vorne ausgeholt und blockt Joda. Ja? Aber auch hier würde ich empfehlen, ja, dass ihr die Hand ausdreht, ja, Handfläche nach vorne und hier reinführt und spät dreht. Ob ihr mit der anderen Hand vorne ausholt oder nicht, das ist wirklich jedem selber überlassen. In der Grundschule würde ich das tatsächlich sogar machen. Ja? Einfach, weil es dann eine stärkere Bewegung wird und sich auch besser anfühlt. Ja? Und da rein. Okay? Andere Seite. Ja, ausholen. Block. Ein Punkt noch. Wenn ihr diese Technik macht, führt sie nicht zu weit. Ja? Denn das ist eigentlich nicht notwendig und auch nicht sinnvoll, weil ihr damit schon wieder eure Deckung vernachlässigt. Ja, wenn ihr hier steht und einfach nur macht, ja, hier, ja, ist der Ellbogen noch vor eurem Körper. Kommt da einer mit Yakuzuki, blocke ich einfach nur nach unten und bin kompakt in meinem Kamai. Ja, gehe ich aber da hinten hin, ja, alles komplett offen. Bis ich dann da unten bin, dauert zu lange. Ja, also kompakt bleiben und wirklich nur, bis ihr quasi am Arm vorbeischauen könnt, dann ist gut. Okay, joi.
Uchikomi Yakuzuki. H. Ne. San. She. Und jetzt ruhig, so schnell und stark ihr könnt. Okay, kurz lockern. Dann machen wir die Kata zweimal. Und dann ist meine süße Frau entlassen. Falls ihr jetzt noch Fragen habt zu der Kata, könnt ihr jetzt noch fragen, bevor wir dann die Kata machen. Okay. Wir machen die Kata jetzt auf Kommando, aber ein Kommando sind immer zwei Techniken. Ja, also Zuki rechts, Zuki links, natürlich aus Shisentai. Ja. Nächste Kommando dann Jodan, das heißt, es sind in Summe 10 Kommandos. Ne? Doch, 10 Kommandos. 20 Techniken. Okay, Füße zusammen. Rei. Yoi. Tenokata. Ich. Sage. Okay. Und jetzt machen wir die Kata. Nein. Nicht noch stärker. Wir machen die Kata jetzt schnell. Ohne Kommando. Ja? Es geht jetzt um Ablauf. Es geht einfach darum, den Ablauf einzuprogrammieren. Was ich nicht sehen möchte, also wer meinen Onkel und mich kennt,
Der weiß, dass wir in einer Sache nicht sehr nah beieinander sind. Ja? Er akzeptiert, wenn schnell gemacht wird, dass gefuddelt wird. Ja? Also ich übertreibe jetzt mal. Ja, das ist nichts, da ist auch keine Stellung. Das will ich nicht sehen. Was ich sehen will, ist schnelle, starke Technik. Ja? Von mir aus das Schießenteil weglassen, aber jedes Mal eine klare Stellung und eine klare Technik. Ja? So schnell ihr könnt. Okay? Es geht darum, den Ablauf reinzubekommen. Gut. Ja. Füße nochmal zusammen. Rei. Joi. Tenukata. Hajime. Yummy. Ah, okay. Noch jemand? Okay, Rei. Eine Minute Pause, dann machen wir mit der Kata Meikyo weiter. Wer Lust hat zu plauschen, macht sein Mikro an. Dann reden wir ein bisschen. Neuen Boden hast du, Olli? Wie ist denn hier? Ja, ich habe jetzt Tatami, normalen, also Mattenboden, den Wettkampf. Okay. Habt ihr nur drüber gelegt praktisch, oder? Übers Parkett? Ja, es war ja kein Parkett, war ja Laminat. Oder Laminat. Problem war, dass das Laminat direkt auf den Beton verlegt war und dadurch extrem hart war. Ja. Oh je. Ja, ich habe das richtig gemerkt, so in den Knien und auch in der Hüfte, das hat mir nicht gut getan. Ja, da macht man nicht immer eine Dämmung drauf. Aber okay, dann war es direkt auf dem Estrich drauf, okay? Ja, jetzt ist ja, mit der Matte ist es perfekt. Jetzt habe ich die Dämpfung, die ideal ist. Ah, okay. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Matte ist noch relativ neu und damit auch ziemlich rutschig, ja. Und es ist halt eine andere Balance, ja, weil du jetzt halt nicht mehr den ebenen, harten Untergrund hast, sondern der Fuß ein bisschen einsinkt. Ja, ja, ja. Das ist ja schön, wenn man immer so Stampfschritte macht, ne? Ja. Auf dem harten Boden merkt man jeden Formikomi, Olli. Ja, das ist wohl wahr. Ja, ich versuche ja... Ich lasse die Stampfschritte lieber, sonst bin ich eigentlich mit meiner Unterbieterin. Na gut. Aber wenn ich den Christian da sehe auf der Terrasse, der Boden ist bestimmt auch nicht besonders weich, oder? Christian. Na, das ist Holzboden, der gibt so ein bisschen nach. Ah, aber es ist wunderbar warm hier im Norden. Also ich glaube, eher im Süden ist es noch kälter als hier. Ja, wobei, also, sagen wir jetzt hintereinander Sonne und tagsüber eigentlich gefühlt, also über 20 Grad. Ja, ja, es war schrecklich warm heute. Ja. Auf der Hälfte ist es auch sehr gut warm. Also hier in Würzburg war es sehr gut warm heute wieder. Also sollte das dann ja auch mal sein. Wenn wir schon alle zu Hause bleiben müssen und eingesperrt sind, dann wenigstens schönes Wetter, ein bisschen draußen sein, im Garten, hat dann ja was. Okay. Ja, man merkt, dass der Christian schon deutlich heller ist. Ich habe mal eine technische Frage. Wieso sehe ich die Menschen nicht, obwohl ich Sprecheransicht angeklickt habe? Naja, Sprecheransicht. Du siehst es deswegen nicht, weil ich ja ein Spotlight gesetzt habe. Du mal. Nee, Galerieansicht, da müsstest du theoretisch. Galerieansicht, das siehst du alle. Genau. Nee, ich will ja Sprecheransicht. Ich will ja den, der gerade spricht. Ja, ist schwierig. Du siehst es im Prinzip dann in der Galerieansicht dadurch, dass da drunter so ein kleiner
gelber Balken ist, der dann aufleuchtet, bei dem der das spricht. Das sehe ich doch nichts, das ist doch viel zu klar. Der Sprecher ist eigentlich gelb eingerahmt oder hat unten so einen gelben Balken, so wie der Olli sagt. Also ich habe halt Spotlight gesetzt auf meine Kamera, ja, damit das nicht permanent hin und her wechselt, ja, und ihr eben auch mich seht, ja. Das heißt, wenn ihr die anderen sehen wollt, also da funktioniert die Sprecheransicht meines Wissens nicht, sondern hast du sie nur unten in den Balken drin. Okay, aber genug geratscht, ihr Lieben. Ihr wollt ja nur, dass ich mit der Cutter nicht durchkomme, dass es Tabata kürzer wird, aber das könnt ihr vergessen, ja. Gut. Wir machen einmal die Make-Yo bis zu der Stelle, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ja? Wenn jemand letztes Mal nicht dabei war, dann hat er jetzt ein bisschen Pech gehabt. Einfach mitmachen, soweit es geht. Okay, Füße zusammen. Ready? Joi. Make-Yo. Hitch. Nee. San, She, Au, Rock, Itch, Nee, San, Itch. Nee, San, Shit, Go, Itch, Nee, San, Itch. Nee. San. Shit. Go. Okay, das war die letzte Stelle in der Kata. Von hier. Wir gehen, das sind jetzt nochmal 45 Grad, also in diese Richtung, nach vorne zur Kamera hin, ja. Setzen Umin Kibadachi, machen einen Tetsuyuchi. Ja, Kibadachi, Tetsuyuchi. Schlag mit dem Handballen, ja? Tetsuyuchi. Ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera, dass ihr das seht. Also Kibadachi, die Stellung, Tetsuyuchi. Ja? Machen wir die nächste Technik gleich noch mit. Von hier öffnet ihr die vordere Hand und tretet Mikazuki Geri in die offene Hand und setzt Kokutsudachi mit einem Kakiwake Uke ab. Ich zeige das einmal. Einmal mal zuschauen erst. Ja? Also, wir stehen im Tetsuyuchi. Die Bewegung ist, ich mache es langsam. Ja? Eins. Und jetzt ausholen, Kokutsudachi und zur Seite abwehren. Ja? Kakiwake Uke, also Doppelblock. Ja? Und zwar nach Sensei nicht so, sondern wirklich die Hüfte auf 45 Grad. Und die Hände, eine Verlängerung der Hüfte. Ja, wenn ihr Videos anschaut, auch von Karamitsos, ja, die machen mehr so. Ja, das ist die vordere Hand eher im Gedan-Bereich. Ja. Also nach Sensei, nach unserem Sensei, in der Verlängerung der Hüfte. Ja. Okay, dann, das kennen wir, machen wir noch, weil es jetzt im Stand ist, aus der Hier nieder, stapeln und im Stand Block, Doppelblock. Okay? Wiederholen wir jetzt 3-4 Mal. Okay, wir stehen 45 Grad links vorne, Oizuki Chudan. Okay, von hier umsetzen, Kibadachi, nach vorne, Tetsuyuchi. Ich. Okay. Jetzt, Hand öffnen, Mikazuki Geri, Kakiwaki Uke. Nee. Das ist übrigens die Stelle, wo der erste Kiai kommt. Gut. Und dann noch die letzte Technik. Doppelblock. San. Okay. Und ja. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Kakiwaki Uke gemacht habt und ihr holt aus und setzt den Doppelblock, dass ihr ein bisschen
in die Stellung reinrutscht. Also ihr sollt jetzt nicht eine bewusste Suryashi-Bewegung nach vorne machen, also eine Rutschbewegung, ja. Aber ihr sollt halt eben auch nicht passiv, ich mache es mal passiv, gehe mal näher an die Kamera ran, ich hoffe, man sieht das dann. Also das ist die Position, ja. Passiv ist für mich, da passiert hier überhaupt nichts. Und wie ihr wisst, es gibt im Karate eigentlich keine Technik, bei der die Stellung nicht in irgendeiner Form unterstützt. Das heißt, für mich wäre es wichtig, dass ihr ja, also rein und tief in die Stellungen, ja, weil alles andere fühlt sich für mich zu schwach an. Okay, gut, nochmal. Waren das jetzt fünfmal diese Kombination, ja, Tetsui, Mikarigiri, Kakiwakiuke und Doppelblock. Jeder für sich. Hajime. Ja, Rolf, versuch immer deine Mitte zu halten. Ja? Man merkt das so ein bisschen. Sozusagen mit der nächsten Technik versuchst sozusagen die fehlende Mitte zu überspielen. Okay, Thorsten, sehr gut. Das Einzige, bitte, der vordere Arm bei dem Kakiwaki-Uke ist bei dir auf Höhe fast deines Beins. Ja? Also wirklich, das muss raus, ja, von hier raus. Alles andere ist sehr gut. Ja, besser. Okay, Yame. Yame deswegen, weil das könnte man natürlich noch länger üben, aber die Zeit rennt uns ein bisschen nach vorne und ich möchte die Karte heute noch fertig bekommen. Okay, darf ich noch einmal ganz kurz dazwischen fragen? Bitte? Holst du für den Tetsui unterm Arm oder überm Arm aus? Ich hole unter dem Arm aus. Aber ich schließe mich der Christopher an. Am Ende ist das nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass ihr danach eine starke Bewegung hinbekommt. Ja? Für mich ist das eine Bewegung, also für mich ist das harmonisch, ja, dass ich eben hier aushole, weil ich auf der Ebene auch schlage. Ja? Wenn ich hier ausholen würde, dann würde ich ein bisschen von oben nach unten schlagen, was für mich bei der Bewegung eigentlich nicht die Idee ist. Ja? Die Idee ist ja von der Seite rein. Und deswegen hole ich unter meinem Arm aus. Okay, danke. Okay, also, wir stehen da, links vorne, Doppelblock. Jetzt geht es ganz simpel weiter. Schritt nach vorne, Doppelblock. Ja? Okay, ich mache das mal weiter, damit ihr das seht. Ja? Also Doppelblock. Jetzt wieder ein Schritt nach vorne in Senko Tsudachi und wieder Kakiwaki Uke zur Seite. Ja? Hände neben dem Körper. Okay? Jetzt Schritt nach vorne, Koku Tsudachi, Uchi Uke Doppelblock. Ja? Okay, und das letzte, Vorrutschen und ein Urasuki mit beiden Händen. Ja? Okay, die Passage machen wir gemeinsam. Zweimal mit Kommando, dreimal mit Kommando und dann machen wir weiter. Okay, also wir stehen links vorne, Koku Tsudachi mit dem Doppelblock. Okay, Schritt nach vorne, Doppelblock. Die Ausfallbewegung wie nachher nieder, ja, neben dem Körper nach oben. Okay, jetzt, wir sind immer noch Koku Tsudachi. Jetzt Schritt nach vorne, Senku Tsudachi, Doppelblock zur Seite. Nee. Das ist eine relativ langsame Bewegung. Okay, Schritt nach vorne, Koku Tsudachi, Doppelblock, Uchiluke. Zahn. Ja? Achtet bitte bei dem Doppelblock darauf, dass die Ellbogen nicht rauswandern. Ja? Ihr bleibt eng. Ja? Eure Körpergrenzen. Okay, von hier. Urasuki. Genau, und zurück. Wir stehen wieder links vorne im Doppelblock. X. Nee. San. Shi. Okay, dann nochmal zurück. Ein letztes Mal. X.
Nee. San. Che. Okay. Gut. Jetzt wird die Kata ein bisschen kompliziert. Jetzt kommt ein Sprung. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Interpretationen. Ich zeige es mal von der Seite. Wir standen rechts vorne und hatten Urasuki gemacht. Jetzt drehen wir auf der Stelle im Kokutsudachi und machen Agiuke. Ja? Das ist noch soweit einfach. Jetzt ist die Idee, da steht ein Gegner und wir springen in den Gegner rein und rammen ihn unseren Unterarm gegen den Kopf. Ja? Das heißt, die Bewegung ist, ich mache es mal vor. Ja, also reinspringen, treffen und dann um 180 Grad drehen, Stunke. Okay? Wir machen das mal ganz langsam. Also wir stehen rechts vorne, haben Urasuki gemacht. Okay, wir wenden auf der Stelle Agiuke. Jetzt stehen wir links vorne. Und jetzt macht das mal ohne Sprung. Haltet eure Hand hin. Ich zeige euch das. Guckt einmal zu. So üben wir das jetzt. Ohne den Sprung. Danach können wir dann springen. Ja? Also die Idee ist, ihr symbolisiert den Kopf des Gegners. Ihr geht rein, schlagt da und dann dreht ihr euch. Okay? Und wenn das gesprungen gemacht wird und dann kommt ein Thorsten angeflogen, ja, wie eine Feder und rammt euch den Unterarm gegen den Kopf, glaubt mir, da passiert was. Weil der Sprung, ja, da ist der gesamte Körper mit involviert. Okay, nochmal. Also, wir stehen links vorne, Agiuke. Okay, Edge. Und wieder zurück. Ja, wir machen es rechts vorne Doppelzuki. Wir machen mit dem Agiuke und dann die Technik. Zwei Kommandos. Edge. Nee. Okay. Nochmal. Edge. Nee. Okay. Ein letztes Mal. Edge. Nee. Okay. Die letzte Technik ist dann einfach nur noch ein Stuke rückwärts. Das war's dann. Ja, also von da nochmal ein Stuke. Okay. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit machen wir jetzt einmal die komplette Kata. Die, die es können, haben da eh kein Problem mit. Relativ langsam auf Kommando. Und dann beim nächsten Mittwoch machen wir die Kata noch 2, 3, 4 Mal und klären noch die letzten Fragen. Okay, Füße zusammen. Rei. Joi. Meikyo. Eich. Nee. San. She. Oh. Rock. Itch. Nee. San. Itch. San. She. Go. Rock. Sitch. Hatch. Hitch. Ne. San. She. Go. Hitch. Nee. I. San. Che. Go. Rock. Sitch. Hatch. Good.
Yummy. Groß. Sehr schön. Okay, kommen wir zum Tabata-Training. Darf ja nicht fehlen. Gut. Ganz ein simples Tabata-Training machen wir heute. Zwei Sets, der Rest wie gewohnt. Also, in aller Kürze. Ja? Das erste ist, dass ihr quasi hüpft, ja, und einfach nur im Hüpfen Kisame-Suki schlagt. 20 Sekunden. Dann die andere Seite. Danach steht ihr im Kamai. Vorderes Bein Maigeri, hintenes Bein Maigeri. Vorne, hinten. Ja, andere Seite. Okay, Nummer 5. Kisamsuki Yakusuki. Kisamsuki Yakusuki. Ja, im Wechsel. Danach rechts vorne, Kisamsuki Yaku. Dann Mawashi Giri Chudan, vorderes Bein, hinteres Bein. Vorderes Bein, hinteres Bein. Vorderes Bein, hinteres Bein. Okay. Dann macht euch mal bereit, ihr Lieben. 10 Sekunden. Elegant hüpfen. Aber rein hüpfen. 10 Sekunden. Okay, die andere Seite. Geschmeidig bewegen, nicht in die Höhe hüpfen, nach vorne hüpfen. Los! Noch 5! Kisamsuki, ja? Okay, vorderes Bein Maigeri, hinteres Bein Maigeri. Noch 3 Sekunden. Andere Seite. Nicht nachlassen. Los. Zehn Sekunden. Okay, Kisamsuki, Yakusuki. Und rechts vorne. Noch 5. Okay, Mawashi, Mawashi, links vorne. Und los! Noch 10. Okay. Rechts vorne.
machen 2 Minuten Pause. Ich bin bereits mehrmals angeschrieben und gefragt worden von all denen, die nicht zu unserem Dojo gehören, ob sie unserem Dojo eine Spende geben können. Ich habe das jedes Mal abgelehnt, ich möchte das nicht. Unser Dojo ist finanziell gut aufgestellt. Aber wenn ihr das Bedürfnis habt, dann überweist Wolf-Dieter einfach ein bisschen Geld. Weil wie gesagt, er lebt davon, er kann es gebrauchen und wenn es euch am Herzen liegt, würdet ihr mir einfach eine sehr große Freude damit machen. Okay? Einfach könnt ihr irgendeinen Kommentar hinschreiben, wie auch immer. Er freut sich. Und wer das möchte, wie gesagt, völlig freiwillig. Ihr seid alle herzlich willkommen. Es ist keine Aufforderung, es ist nur nochmal eine Anregung für die, die mich eh schon angeschrieben haben. Aber deswegen wird das Training jetzt auch nicht lockerer. Sorry. Okay, wir haben noch 20 Sekunden. Und danach gibt's Abendessen bei mir. Juhu. Okay, fertig werden. Okay. Kisa mit Jakob. Und die andere Seite. Shibawashi.
letzter Durchgang. Laufen heute Morgen ganz müde Beine. Ich werde alt. Scheiß Gravitation. Hä? Scheiß Gravitation. Ja. Du, Olli, du hast es ja mitgekriegt, dass ich immer erst so 7:45 einschalte, ja? Ja, du weil hast ich, mitbekommen, dass das für uns völlig in Ordnung ist. Hauptsache, okay. Du bist dabei. Ja, weil ich muss nachsitzen. Ich muss halt arbeiten und ich komme halt erst dann raus. Alles gut. Okay. Alle. Wenn ihr später kommt, kommt ihr halt später. Macht gut. Einfach die Kamera an, macht mit und gut ist. Okay. Okay. Nach rechts ausrichten. Besser. Guck zu. Muxo ja mit. Sensani. Re. Us. Us. Gritz. Den einen oder anderen. Ja, lass uns noch schnell kurz. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch am Freitag sehe. Freitag ist ja Wewelsburg online. Falls jemand die Ausschreibung nicht gesehen hat, was ich kaum mir vorstellen kann, weil es wurde überall gepostet. Ich kann euch die gerne auch nochmal zuschicken. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, wenn ihr Wünsche habt an das Training, an die Grundschule, an Übungen, die wir machen sollen, dann dürft ihr mir gerne auch schreiben und mir Input geben oder Wünsche äußern. Ich versuche die dann gerne zu berücksichtigen. Ja? Die nächsten Wochen, ganz normales Training, Ferien, interessieren uns in dem Sinne nicht. Wir dürfen ja alle nicht wirklich weg. Und wer wegfährt, dem gönne ich es genauso. Ich werde auf jeden Fall da sein. Das heißt, wir werden mittwochs weiterhin das Training anbieten. Super. Fritz. Prost. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ciao, bleibt gesund. Ostern. Okay. Ostern. Ostern. Dankeschön. Bis Freitag. Hallo, Olli. Frohe Ostern. Ciao. Ostern. Bis Freitag. Bis Freitag.